Lese den Predigtext für den heutigen Sonntag aus dem Evangelium nach Lukas im 11. Kapitel. Und Jesus sprach zu ihnen: Wenn jemand unter euch einen Freund hat und ginge zu ihm um Mitternacht und spräche zu ihm: Lieber Freund, leih mir drei Brote, denn mein Freund ist zu mir gekommen auf der Reise und ich habe nichts, was ich ihm vorsetzen kann. Und der drinnen würde antworten und sprechen: Mach mir keine Unruhe, die Tür ist schon zugeschlossen und meine Kinder und ich liegen schon zu Bett. Ich kann nicht aufstehen und dir etwas geben. Ich sage euch, und wenn er schon nicht aufsteht und ihm etwas gibt, weil er sein Freund ist, dann wird er doch wegen seines unverschämten Drängens aufstehen und ihm geben, so viel er bedarf. Und ich sage euch auch, bittet, so wird euch gegeben, suchet, so werdet ihr finden, klopft an, so wird euch aufgetan, denn wer da bittet, der empfängt, und wer da sucht, der findet, und wer da anklopft, dem wird aufgetan. Wo ist unter euch ein Vater, der seinem Sohn, wenn er ihm einen Fisch bittet, eine Schlange für den Fisch biete? Oder der ihm, wenn er ihm ein Ei bittet, einen Skorpion dafür biete? Wenn nun ihr, die ihr böse seid, euren Kindern gute Gaben geben könnt, wie viel mehr wird der Vater im Himmel den Heiligen Geist geben denen, die ihn bitten? Ja, mitten in der Nacht klopft es an der Tür. Was ist das? Ein Notfall? Ein Einbrecher? Die Stimme kenne ich doch. Ist das nicht mein Freund und Nachbar von nebenan? Mit lauter Stimme bittet er um Hilfe. Spät in der Nacht hat er noch Besuch bekommen. Er bittet deshalb um Lebensmittel, um Brot. Er kann doch seinen Gast nicht hungrig ins Bett schicken. Erst morgen wird wieder gebacken und ihm ist das Brot ausgegangen. Das war eben nicht eingeplant, dieser unerwartete Besuch. Ja. Was sollen sie machen? Die Tür ist verschlossen mit drei Riegeln. Ein Licht muss erst angezündet werden und zwischen ihnen und der Tür liegen ihre Kinder auf den Strohmatten. Sie müssten sie aufwecken oder über sie drüber stolpern. Die Bitte des Freundes ist eigentlich schon unverschämt. Da ist einmal die Nachtstunde um Mitternacht und die Mühe, die damit verbunden ist. Und es ist ja eigentlich das Brot, das für ihre Kinder zum Frühstück gedacht war. Jesus sagt, wenn er schon nicht aufsteht und ihm etwas gibt, weil er sein Freund ist, dann wird er doch wegen des unverschämten Drängens aufstehen und ihm geben, so viel er bedarf. Ja, aber Jesus setzt noch eins drauf in unserer Geschichte. Kann ein Vater seinem Sohn eine Bitte abschlagen? Wenn mich mein Sohn zum Beispiel um Holz und Nägel bittet, um etwas zu basteln, kann ich ihm diese Bitte abschlagen? Selbst wir böse Väter geben unseren Kindern gute Gaben. Wir würden es nicht wagen, unsere Kinder hinters Licht zu führen oder zu betrügen. Wenn nun ihr, die ihr böse seid, euren Kindern gute Gaben geben könnt, wie viel mehr wird der Vater im Himmel den Heiligen Geist geben, denen, die ihn bitten? Jesus ist der Lehrmeister des Betens. Nicht nur beim Vaterunser, sondern auch hier in unserer Geschichte und in vielen anderen Geschichten. Ich denke, wir haben heute das Beten eigentlich verlernt. Nicht nur die Bitte um den Heiligen Geist, um die es gleich noch gehen wird, sondern in vielen Dingen des Alltags. Tja, zum Beispiel Tischgebete bei den Konfirmanden. Erstmal Fehlanzeige. Erst wenn man sie dadurch motiviert, bei einer Freizeit, dadurch, dass der Tisch, bei dem jemand das Tischgebet spricht, als erster ans Buffet darf, dann kommt Bewegung, dann geht etwas. Und manchmal hört man dann ein sehr kurzes Gebet wie: Herr, lass deinen Segen über diese Pizza fegen. Aber warum beten wir weniger als vielleicht unsere Generationen davor? Es ist eben der Machbarkeitswahn. Wir meinen, alles selber erreichen zu können. Man ist eben nicht mehr auf Hilfe angewiesen. Wenn man anders als der bittende Freund in der Geschichte einen Kühlschrank oder eine Gefriertruhe hat, die uns beim Auftreten unerwarteter Gäste aus der Patsche helfen.
Und ich frage mich, warum beten wir nicht mehr in all den Notlagen, die uns betroffen haben? Corona-Krise, der Krieg in der Ukraine und auch so manche Not in der Kirche. Die Mitglieder laufen uns davon, es gibt keinen Nachwuchs mehr an Pfarrern und das Geld wird knapp. Ich habe es auf meinem Herzen, einfach zusammenzukommen hier in der Kirche oder vielleicht auch woanders und all die Nöte dieser Welt und dieser Kirche vor den Altar zu legen, vor Gott zu legen. Unverschämt bitten wir auf jeden Fall noch lange nicht. Vielleicht eher zögerlich hier und dort. Da ist eben noch viel Luft nach oben. Es ist Hochschulgottesdienst. Der katholische Bischof Bertram spricht über das Thema, warum bleiben, wenn die Kirche zum Davonlaufen ist. Studierende aus der ESG sind die Fürbitten anvertraut. Eine Studierende betet aus vollem Herzen, ohne Rücksicht auf liturgische Floskeln. Einfach frei. Ich weiß nicht, ob ich als amtierender Liturg hier in den Boden versinken soll, aber innerlich sage ich, ja, solch ein Gebet brauchen wir. Nun geht es bei der Bitte um den Heiligen Geist nicht nur um Nahrung, Kleider und Schuhe, sondern auch um das Leben selbst im umfassenden Sinne. Wir leben und sind allein durch Gottes Heiligen Geist am Leben. Es ist sein Lebensatem, durch den wir sind und durch den wir leben. Das vergessen wir oft. Natürlich habe ich das Leben. Es ist mir bei meiner Geburt gegeben. Natürlich habe ich auch den Heiligen Geist. Er ist mir durch die Taufe gegeben. So glauben wir als Christen. Warum sollen wir also noch darum bitten? Weil Leben eben nicht selbstverständlich ist. Genauso wie das tägliche Brot, um das wir bitten. Nun ist unser natürliches Leben schon alles andere als selbstverständlich. Auch wenn wir uns in Deutschland hier so sicher fühlen oder zumindest gefühlt haben. Ich weiß nicht, wie es Ihnen in den letzten Monaten gegangen ist. Ich habe schon nochmal daran gedacht, was ist jetzt, wenn ein Atomkrieg ausbricht und sozusagen von einer Sekunde auf die andere alles vorbei ist. Unser irdisches Leben hängt an einem seidenen Faden. Hing es immer schon. Aber wir merken es oft nicht und verdrängen das. Die meisten Beerdigungen, die ich halte, das sind alles ältere Menschen als ich. Aber es gibt sie eben auch. Beerdigungen von jüngeren Menschen, die jünger sind als ich. Vor einem Jahr war dort oft noch alles in Ordnung. Dann kam plötzlich der Krebs. Und es war vorbei. Wenn unser irdisches Leben schon so flüchtig ist, wie flüchtig ist dann unser geistliches Leben? Das wird schon an den Bildern vom Heiligen Geist deutlich, die in der Bibel für den Heiligen Geist gebraucht werden. Ein Windhauch, der mal dorthin, mal hierhin bläst. Eine Feuerflamme, die immer zu erlöschen droht, wenn sie nicht genährt wird. Eine Taube, die schnell wegfliegt und wie Wasser, das zwischen unseren Händen zerrinnt. Wie sieht die Bibel das neue Leben in Christus, das geistliche Leben? Ich fasse mal ganz kurz zusammen und überlegen Sie mal kurz bei jedem Wort, wie flüchtig und zerbrechlich das ist. Da ist unsere Liebe zu Gott, unsere Liebe zu anderen. Da ist unser Glauben an Gott, unser Vertrauen in ihn oder das Vertrauen an andere Menschen. Da ist Friede, wirklich innerer Friede, Hoffnung, Freiheit und schließlich der Mut, das Richtige zu tun, die richtigen Entscheidungen zu treffen und Verantwortung zu übernehmen. Das alles ist sehr schnell und flüchtig. Und wie schnell fallen wir zurück in das, was die Bibel den alten Menschen nennt? Auch hier nur eine ganz kurze Zusammenfassung in einige Stichpunkte. Und überlegen Sie jedes Mal, wie schnell wir dahin zurückfallen, wie schnell wir davon eingeholt werden. Unfrieden in unserem Herzen, Hass, Neid, Unfreiheit, Verzweiflung, Rastlosigkeit und Hektik und schließlich die Angst, Entscheidungen zu treffen, die Angst, Bindungen einzugehen. Ja, und diese Angst treibt uns davor, vor vielem wegzulaufen und hineinzustürzen in Drogen und Ablenkungen, die unser Leben eigentlich nicht fördern, sondern eher bedrohen und zerstören. Lassen Sie mich zum Schluss beten beschreiben als eine Haltung des Empfangens, aber auch als eine Haltung des Bewahrens. Uns wird das irdische und das geistige Leben immer wieder neu geschenkt. Das
ist uns oft nicht bewusst. Aber beten, das ist, dass wir uns ganz bewusst auf den Sender des Lebens einrichten, wie ein Radioempfänger, der auf den richtigen Sender eingestellt ist und bei dem man dann ganz klar und deutlich die Musik oder die Stimme hören kann. Und durch das Beten fließt sozusagen die Urkraft und Energie Gottes uns zu. Immer wieder kann ich neu anfangen und mich neu erfüllen lassen, weil Gott einfach in seiner Gnade uns reichlich beschenken will. Gott ist der Grund des Lebens, der Schöpfer des irdischen Lebens, aber auch ganz besonders der Schöpfer des geistlichen Lebens. Von ihm geht alle Liebe, aller Friede und alle Hoffnung aus. Aber Beten ist eben auch eine Haltung des Bewahrens. Und das ist eben ein großes Missverständnis, dass beim Gebet immer so viel passieren muss. Dass wir immer gleich reich emotional beschenkt werden. Es gibt natürlich die großen Bekehrungserlebnisse, aber das ist eben nicht alles. Gottes Gnade ist manchmal wie ein breiter Strom und Wasserfall, aber vieles geschieht eben viel kleiner und unscheinbarer. Gottes Gnade will in unser Leben einsickern. Ich weiß nicht, ob Sie schon einmal mit Bewässerungssystemen befasst haben. Pflanzen brauchen zum Wachsen nicht immer den großen Platzregen von oben, sondern ganz leicht, ganz wenige Tröpfchen. Und es gibt ein System aus Israel, wo mit einem System von Schlauchen, wo ganz kleine Löcher sind, immer ein bisschen Wassertropfen in die Kulturpflanzen, den Kulturpflanzen gebracht wird. Und mit dieser Methode können die Israelis tatsächlich, so wie sie in der Bibel beschrieben wird, die Wüste zum Blühen bringen und die Wüste zurückgewinnen. Genauso möchte Gott ganz kontinuierlich unser Leben bewässern. Er will unser Leben durchtränken mit seiner Gnade. Und so gilt es immer wieder, den neuen Menschen anzuziehen. Und Gebet soll unseren Alltag bestimmen. Gebet ist eben ein lebenslanger Prozess, ein Prozess ständigen Umdenkens. Mit natürlich manchen Höhepunkten, aber mit auch natürlich manchen Tiefpunkten. Unser Sonntag heißt Rogate. Das ist lateinisch. Und wer sich in der Grammatik auskennt, der weiß, dass es ein Imperativ ist. Keine umständliche Formulierung wäre ja ganz nett, wenn wir mehr beten würden, man könnte doch mal, sondern eben bittet, so wird euch gegeben. Suchet, so werdet ihr finden. Klopfet an, so wird euch aufgetan. Denn wer da bittet, der empfängt. Und wer da sucht, der findet. Und wer da anklopft, dem wird aufgetan. Amen.